Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum ersten Test der flexiblen Solartronics Panels, die ich bestellt habe. Und damit der Test so ein kleines bisschen aussagekräftig wird, nehme ich auch das Chinese Solar Panel mit nach draußen. Das wird aber vorher geputzt. Oder ihr seht es, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, es ist schon geputzt. Weil ich einfach das Optimum aus diesem Panel rausholen will. Kurz nochmal zur Info, also wenn ihr das hier so seht, das ist so ein flexibles Panel, also ist es nicht komplett biegbar, aber es ist flexibel, das ist jetzt hier ungefähr das Maximum, was da geht, ja. Und das ist ein Panel mit 100 Watt Peak, das ist jetzt wichtig, bei 17,8 Volt und 5,62 Ampere. So. Und jetzt, ich stelle das mal zurück, ihr seht hier, ich habe hier noch ein, zwei davon. Oder? Hier steht übrigens das auch noch eins. Nee, das ist keins, das ist das andere. Ist egal, ihr habt es gesehen und da oben das Chinese Solar Panel. So. Mir ist das ganz wichtig, speziell bei diesen flexiblen Panels. Ich erwarte gar nicht, dass die 100% liefern. Das habe ich ja in einigen Videos schon mal gezeigt, wo ich das Chinese Solar Panel gezeigt habe, wo ich die anderen, die ich im Moment am Balkon oben dran habe, ich erwarte nicht, dass die 100% bringen. Speziell die flexiblen, die haben ja da im Prinzip noch schlechtere Karten wie die aus Glas hier, wie das Teil. Ich sag mal so, wenn so ein Panel 80% bringt, bin ich happy. Also ein 100 Watt Panel, wenn das stabil seine 80 Watt bringt, passt mir, ja. Weil man da auch einfach die Art der Konstruktion mit bedenken muss. Und ich glaube, dass es bei diesen flexiblen Panels immer noch schwieriger ist, den perfekten Winkel und so zu treffen. Wir gehen jetzt nach draußen, wir nehmen das Chinese Solar Panel mit. Verkauft wurde es mir ja mit 150 Watt. So, jetzt hat mir Solartronics Panels verkauft mit 100 Watt. Was liefern die denn jetzt? Sie sind schön leicht, sie sind flexibel, aber sie müssen natürlich auch liefern. Und sie müssen vielleicht eventuell auch mal liefern, wenn der Winkel nicht unbedingt passt. Weil sonst, aber das finden wir jetzt raus. So, und jetzt befinden wir uns bei mir im Garten, noch im Schatten. Aber ihr seht jetzt hier geänderter Versuchsaufbau. Ich werde das jetzt ab sofort, Moment, jetzt drehe ich mal die Kamera. Ich werde das ab sofort so machen, dass man keine Fahrzeuge mehr sieht, bis auf das kleine hier. und so ein bisschen Garten von uns. Wer das im Übrigen auch gern mal sehen möchte, der ist ganz herzlich eingeladen, auf meinen kleinen Mini-Nebenchannel Papa mal anders mal zu schauen. Da zeige ich zum Beispiel mal diesen Sandkasten für meinen kleinen. Und hier haben wir jetzt die Bank, unsere Gartenbank. Die missbrauche ich jetzt, da muss ich noch weniger aus dem Keller hochschleppen. Und ich habe das Chinese Solar Panel, das habe ich extra geputzt. Und daneben das Solartronics Panel. Das Solartronics Panel 100 Watt und das Chinese Solar Panel nach Herstellerangaben 150 Watt. Ihr wisst, ich hole nur 60 Watt raus mit einem billig MPPT, den ich auch mal gezeigt habe, bis zu 80 Watt. Aber nun ja, so, und jetzt werden wir mal schauen, wie gut die sich schlagen. Zum Einsatz kommt, mal abgesehen vom Bobbycar, dass ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Seite schieben werde. Hopp. Kommt die Camping-Solarbox, die jetzt den LiFePu-Akku verbaut hat. Kann man den sehen? Da unten drin ist er. Der hält die Spannung wunderbar lang, einwandfrei. Und wir haben ja auch hier den MT50, wo ich dann schauen muss, wie wir den am besten jetzt dann in die Sonne halten. Und dadurch, dass der LiFePu-Akku sehr lang die Spannung hält, können wir hier jetzt dann gleich das wunderbar nachvollziehen. Seitdem ich übrigens bei der Camping- bzw. Survival-Box die Sachen außen angebracht habe, ist das auch viel, viel angenehmer zum Händeln. Ja, das werden wir jetzt hier müssen natürlich sehen, dass hier die Kabel nicht im Weg sind, sonst haben wir ja verfälschte Daten. So, jetzt werde ich schon mal hier drauf zoomen. So. Müsste ja eigentlich gleich mal losgehen. 20 Volt, 0,3 Watt, 2 Watt, da muss ich natürlich jetzt rantasten, das ist klar. Spiegelung, 44 Watt, 46 Watt, das sind so die Werte, die ich erwarte von dem Panel.
Jetzt werde ich mal ganz kurz noch mal schauen. Stellen wir das mal gegen die Sonne und gehen mal hier vor. Denn der Winkel ist natürlich jetzt vom Panel nicht optimal. Wir wollen ja einen guten Winkel haben. Wenn ich das so mache, so müsste es gehen. Ja, so ist es besser. Und dann haben wir 44 Watt, 45 Watt. Ja, der Winkel wäre aber eigentlich jetzt nicht so schlecht. Ach so, vielleicht die ganze Bank noch mal verschieben. Ich lege erstmal das Solartronics-Modul ein bisschen auf die Seite und werde jetzt mal die ganze Bank noch ein bisschen verrücken, denn wir wollen ja jetzt bei diesem Test das Optimale rausholen. Okay, also jetzt sieht das so aus. Ich gehe mal in die Totale. So. Das müsste jetzt eigentlich schon nicht schlecht sein, aber 43 Watt irgendwie. Weiß ich nicht, mag er noch nicht. Selbst wenn ich jetzt aus diesem Panel, jetzt haben wir 46 Watt, nicht mehr rausbringen sollte, dann glaubt es mir einfach, dass ich aus diesem Panel bis zu 60 Watt raushole. Mann, ist das ärgerlich, es ist doch frisch geputzt. Also ich verstehe dieses Billig-China-Panel nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie man da wirklich die optimalen Daten rausholen soll. Okay, ich schaue jetzt mal. Er sagt hier 13,4 Volt. Da ist also noch wirklich noch viel Platz nach oben. Aber 45 Watt. Naja. Kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein. Ich kipp das mal noch ein bisschen mehr. So, das müsste jetzt schon Sommersonnenwinkel sein. Ne, 44, 47, jetzt hat sich ein bisschen was verbessert. Ganz gering, aber immerhin. Die Bank noch ein bisschen schieben. 46, 47, also es ist 48 jetzt. 48 Watt. Also, ich traue dem Panel 60 Watt zu, Punkt. Ja, das ist wichtig. Und jetzt werden wir mal das andere Panel hinstellen. Es geht ja jetzt nicht primär darum, dass dieses Panel nicht das bringt, was es soll. Selbst wenn wir jetzt den optimalsten Winkel treffen, sondern es geht ja darum, was kann ein gutes Panel. So, liebe Leute, das ist jetzt das Solartronics-Modul mit den 100 Watt, aber im selben schlechten Winkel. Also ich stelle es jetzt erstmal tatsächlich so hin. Wir wollen ja mal wissen, ob dieses Panel vielleicht auch im schlechten Winkel was liefert. So, jetzt schauen wir mal. Nehmen wir das mal hoch. Also jetzt wieder MPP finden erstmal, ne? 21 Volt, sehr gut. Winkel ist der schlechte, jetzt haben wir 3,7 Watt. 76 Watt, okay, das ist cool, das ist schön. Aber es sind natürlich keine 100, ne? Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. 80 Watt, schön. Das ging jetzt schnell, 79,9, das scheint jetzt gerade so ein bisschen das Optimum zu sein, was in dem Winkel jetzt geht. Okay, sei es drum. Ah, das ging jetzt schnell. Hui, das ging jetzt wirklich schnell. Jetzt legen wir das Ding mal ein bisschen mehr so Richtung Sonne. Und noch ein bisschen vor. So, also jetzt ist der Winkel besser. Und jetzt haben wir 83 Watt. Ah. 83 Watt. Wollen wir vielleicht noch weiter hinlegen, ja? Der nächste Step ist, dass es liegt. Das geht nicht. Noch weiter runter kriege ich es nicht. Was bringt es denn im Liegen? 61 Watt. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich hätte jetzt schon was Schlechteres erwartet. Aber dann wird es natürlich unten dran auch mega heiß. Moment, ich werde versuchen, die Position nochmal zu wechseln. So, ich habe jetzt nochmal den gesamten Aufbau gedreht. Also jetzt ist einfach nur die Bank andersrum. In der Hoffnung, dass wir jetzt einen besseren Winkel haben. Also wenn ich aus zwei 100 Watt Modulen realistisch 160 Watt raushole, nämlich 80 Watt pro Panel, bin ich ja schon mal froh. So, das ist eigentlich eine voll coole Perspektive. Ja? So, 3 Watt.
83 Watt. Also es scheint so das zu sein, was ich jetzt hier aus dem Winkel einfach rausbekomme. 83,4. 83,5. Hey, das sind jetzt nur Nuancen, ne? Also das ist, kannst du jetzt nicht ernst nehmen. Das hat jetzt also nicht wirklich was gebracht. 83,3. Ich werde jetzt die Bank nochmal verrücken. Zack, vielleicht bringt das ja was. Ja, und zwar genau ins Negative. Mhm. So, 83, die, ich habe auch das Gefühl, dass die nicht so heiß werden. 83,1. Drehen wir das Teil mal wieder ein bisschen zurück. So. Ich muss aufpassen, dass da hinten ist nämlich ein Schatten. Seht ihr das? Wenn ich jetzt diesen Schatten aufs Panel, dann ist natürlich komplett kontraproduktiv. Dann haben wir nämlich gar nichts gewonnen. Aber jetzt muss ich schauen. 83 Watt. Also 83 Watt sind für mich 83% von 100 Watt. Ja, so. Das ist aber okay. Also das finde ich jetzt so nicht schlecht. Man kann hier mit Sicherheit, es hängt auch leicht durch, seht ihr das? Es hängt auch leicht durch. 83% finde ich eigentlich, muss ich sagen, jetzt nicht so schlecht. So. 83,6. Wenn wir auf 84 Watt kommen. Ja. Ein bisschen Messtoleranz noch mit dabei. Was sagt eigentlich die Akkuspannung? 13,6. Da geht also noch was. Der Lifepo-Akku kann also noch locker aufnehmen. Der geht auch bewusst nicht so hoch. Also das ist auch eine ganz feine Geschichte. Das gefällt mir von Tag zu Tag besser. Ja, schön, würde ich sagen. Das finde ich grundsätzlich mal keinen schlechten Test. Zack, bumm, 80 Watt. Kannst dich drauf verlassen. Die 20% ziehst du ab gedanklich und dann musst du halt deine Anlage dementsprechend schon mal größer dimensionieren. Aber funktioniert gut. So eine Bank ist im Übrigen auch wunderbar zum Sitzen. Glaubt man gar nicht. Chinese Solar Panel. Ich weiß es nicht. Ich bin hingegangen und habe es extra geputzt. Ich habe es extra geputzt. Ich wollte, dass dieses Panel das Optimale rausholt, dass ich wenigstens wieder an diese 60 Watt komme. Vielleicht sogar das, was ich mal mit diesem Chinese MPPT-Laderegler, dass ich da irgendwie 80 Watt raushol. Ich verstehe dieses Panel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es ist instabil. Es ist ein super Video-Hintergrund. Ihr seht das ja immer, wenn ich unten im Keller sitze, dass ich dann dieses Video unten, also dass ich dann das Teil einfach da habe. Kauft euch's bitte nicht. Kauft euch bitte den China-Mist nicht. Es muss ja jetzt nicht, also ich bin vollgas zufrieden mit den Solartronics-Modulen, mal davon abgesehen. Ich bin auch mit den Trina-Panels vollkommen zufrieden. Die gibt's halt nur als Glasmodule, ne? Aber kauft euch bitte den billigen China-Scheiß nicht. Das bringt's nicht. Das ist komplett, das ist sinnlos. Du ärgerst dich nur. Ich ärgere mich gerade richtig Vollgas. Ich kann eigentlich im Prinzip die Anschlüsse abknipsen, das Ding nur noch als Hintergrund benutzen. Oder verlosen oder so. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.